Schau mal, was da steht. Lüge, Corona gibt es gar nicht. Das stimmt doch nicht. Natürlich gibt es das Coronavirus. Das hier sind doch nur Fake News. Glaub am besten nicht alles, was du irgendwo hörst oder liest. Das ist ja eine interessante Nachricht. Was sind denn Fake News? Fake News sind falsche Informationen, die sich über verschiedene Medien verteilen können. Und wo zum Beispiel? Eigentlich überall. Nicht alles, was in der Zeitung steht, stimmt. Viele Fake News werden heutzutage natürlich im Internet verbreitet. Zum Beispiel bei YouTube oder Instagram. Aber wer verbreitet Fake News? Das ist total unterschiedlich. Im Internet können alle Menschen etwas einstellen. Deshalb können Lügen dort besonders leicht verbreitet werden. Einige Menschen haben einfach Langeweile und wollen Aufmerksamkeit. Aber andere glauben tatsächlich an eine große Verschwörung und meinen, Corona wäre nur eine Erfindung, an der die Medikamentenhersteller Geld verdienen. Manche Menschen sind ja auch der Meinung, dass wir Menschen mit den Impfungen vergiftet oder manipuliert werden. Stimmt das denn? Nein, das ist natürlich Quatsch. Leider aber weit verbreitet. Du solltest immer kritisch gegenüber allen Informationen sein und nicht alles gleich glauben. Das ist der beste Weg, um sich vor Fake News zu schützen. Wie kann ich dann überprüfen, was stimmt und was falsch ist? Orientiere dich am besten an seriösen Quellen, wie zum Beispiel großen Radio- und Fernsehsendern, öffentlichen Zeitungswebsites oder den Online-Kanälen von Behörden und der Regierung. Die offiziellen Kanäle erkennst du daran, dass sie einen blauen Haken haben. Außerdem hilft es, wenn du mehrere Quellen vergleichst und nachsiehst, ob sie alle einer Aussage zustimmen. Für Kinder sind kindgerechte Suchmaschinen besonders zu empfehlen, wie zum Beispiel Blinde Kuh oder Frag Finn. Super! Hast du noch einen guten Tipp für mich? Sei besonders kritisch bei Nachrichten, die sehr auffällig gestaltet sind. Wenn Meldungen zum Beispiel mit Großbuchstaben und vielen Ausrufezeichen geschrieben sind oder wenn die Schrift rot ist, um direkt ins Auge zu stechen, ist das nicht besonders vertrauenserweckend. Außerdem kannst du darauf achten, ob die Überschrift deine Gefühle beeinflussen soll, indem zum Beispiel Wut gegen den Lockdown geschürt wird. Echte Nachrichten sind immer sachlich. Okay, dann kann ich jetzt hoffentlich besser unterscheiden, was richtige Informationen und was Fake News sind. Ich werde jedenfalls nicht mehr einfach alles glauben.